Wir fahren nach Kroatien. Mit dem Auto. 10 Stunden Fahrt am Ratschachtelklarmann. Digga, hier schaut so. Und es kommen noch zwei. Es kommen noch zwei Leute, die sind 1,90 Meter. Aber warte, zeig mal kurz dein Stroh. Der Drip ist real, Freunde. Der Drip taugt mir, Bro. Sehr wichtig. Freunde, nehmt euch auf jeden Fall mit. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen. Heide, Bismillahirrahmanirrahim. Wir meinen es gerade komplett ernst, dass wir jetzt einfach nach Kroatien fahren mit dem. Ihr wisst selber, mein TÜV ist abgelaufen, ich habe jetzt schon keinen Tank. Und zeig mal unser Kofferraum hinten und so. Wenn ihr mehr solche dummen Aktionen sehen wollt von mir, dass ich irgendwo einfach mal mit meinem Auto hinfahre, Digga, dann kommentiert es auf jeden Fall mit Abonnierte. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Liebe schenkt, weil in letzter Zeit bekomme ich sehr wenig Liebe von euch. Deshalb schenkt mir einfach mehr Liebe. Viel Spaß beim Video und ich nehme euch einfach mal mit, was so auf der Fahrt so passiert. Ich habe keine Ahnung. Freunde, es ist anders witzig. Schaut euch mal an, gell. Das Auto ist einfach tiefer gelegt. Hey, Freunde, wir machen jetzt trotzdem eine Testrunde. Vielleicht können wir mit dem fahren. Weil ich habe nur Angst, gell, dass der Auspuff den Boden berührt. Wollt ihr was sagen, Jungs? Es ist eigentlich schon möglich. Es ist schon möglich, Walla. Also, das passt heute, Yalla. Kroatien, willkommen. Bruder, geh! Reifen sind neu, schau mal, Profil an, Digga! Wallah, der hat recht! Inshallah, Digga, wir kommen nach Thailand, Digga, weil Gott, wir kommen nach Thailand. Ein Volldank reicht bis nach Kroatien. Und? Ist voll? Voll, Bro, 55 Euro. Opel Corsa, beste Auto, bist bestimmt. Ey, hol dir Leberkiss, Bro! Was ja, für, Mann. Digga? Ein gutes Legende, Leberkiss, Mann! Weiß, Bruder, was für, Digga? Bro, ist Putin ja, sogar. Du bist mit, so Powerade, so 3-4 Stück. Der Vlog wird so witzig, ich sag dir erst. Bro, du bist in 5 Jahren anschauen und denken alle, was haben wir für eine Scheiße gemacht. Diese Kamera, mit der ich gerade aufnehme, ist auf jeden Fall teurer als mein Auto. Wie willst du das jetzt tragen? Bruder, ich weiß nicht. Oh, der ist gut. Jawohl, jawohl. Hier, wo wir gerade unsere Getränke gekauft haben, ist eine Stelle, da sieht ihr mal die ganzen Autos, E63S und so. Und dann kommt der Corsa mit TÜV abgelaufen hierher in München. Das ist das beste Auto, Wallah, die können alle einpacken. Corona, gell? Ja. Durch diese Masken wird jeder solche Ohren haben, Digga. Ja, Wallah, vertrau mir. Schau mal, siehst du das? Ja, die fliegt bald, Alter. Wenn Wind kommt, die fliegt weg, Alter. Kann man drin filmen? Mundschutzpflicht. Mundschutzpflicht, Bro. Was? Wie wenn wir links. Wie wenn wir so vorne. Ja, Bro. Als ob wir so vorne drehen. Hör doch auf. 50 Cent reinschmeißt, dann bist du in meinen Augen. Aber Kamera gibt's hier, glaube ich. Da hinten, Digga. Ich sag ja. Hallo, Cam. Der war voll zu. Okay, Karma, Bro. Das war Karma, Bro. Aber bricht nicht ab. Gewehr? Glück. Ich hab immer also, Glück, weil also ich. Warte, wir sind hier schon. Und hier unten ist die Wohnung. Freunde, wir sind gerade auf jeden Fall in Österreich angekommen. Eingang Österreich, jetzt müssen wir uns eine Vignette holen. Wir haben genau 2 Uhr. Schau mal, wie er schläft, Bro. Wie können wir ihn pranken, Bro? Scheiße, Mann, ich wurde geblitzt, Mann. Heute auf Recording, oder was? Hallo, Rafi! Wo ist dein Gummihand? Ganzale. Wir warten seit ungefähr 30 bis 40 Minuten schon, bis die Brücke für uns aufgemacht wird, weil wenn du nach Kroatien fährst, ist es so, da gibt es eine Brücke. Wir dürfen alle halbe Stunde einmal die nach Deutschland wollen fahren und einmal die nach Kroatien wollen. Das ist immer so eine halbe Stunde Abwechslung. Aber ist voll die Brücke, oder? Ja? Das ist ein Tunnel, Alter. Was für Brücke, Mann? Tunnel, Bruder. Das ist kein Problem. Ich hoffe, das Video wird nicht geclaimt. So. Ey, das ist. Da ist doch irgendwas passiert, da steht 3 Minuten am Unterzeichen. Schnell, ohne Witz, da steht echt 3 Minuten. Da steht 3 Minuten. Freunde, wir sind gleich in Slowenien und rauchen gleich mal einen Kopf. Was ist da los? Hilfe! Hexe! Hatschi! Was sagen Sie zu dieser Lage? Bro, Actions. Action! Gleich Topf, gleich Jesenice in Slowenien, gleich Siro Burek, gleich Essen, Chillen, Last. Wir sind jetzt in Slowenien auf jeden Fall angekommen. Hier, wie ihr sehen könnt, machen wir uns gerade die Köpfe an. Vini, bist du aber schon mal nach links in die Türkei mit Auto gefahren? Ja, Bruder. Echt? Mit Family bist halt. Bist du aber durch Slowenien gefahren? Hä? Bist du durch Slowenien gefahren? Ja, Bruder, es war durch Slowenien.
Also warst du lange nicht mehr hier? Ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Wie kommst du drauf? Einfach so, Bro. Alter. Ich will wissen, wo du warst. Warst du in Kroatien schon mal? Ja, Bruder. Echt, wo? Halbinsel Vir war ich. Kennst du? Oh ja, krass. Na, ja, das ist gut. So. Und da setzen wir uns gleich hin und rauchen auf jeden Fall die Shisha. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Bis gleich. Immer schön Hände waschen. Einfach so, gell? Ja, aber. Die Bohrmaschine hat alles auseinandergegangen. So? Oi, also oh. Er hat Shishatronik studiert. Freunde, Terrasse. Das hat Drip, Digga. Danke, Bro. Shisha-Bar. Herzlich willkommen, Shisha-Bar Slowenien. Bitte. Danke, Bro. Danke. Danke. Stark. Go, gib ihm. Junge, Dampflok. Zeig mal das Auto. Bruder. Stark. Also Freunde, wir sind gerade eben in Slowenien angekommen, wir sind hier auf dem Parkplatz bei Petrol-Tankstelle und entspannen jetzt, wir haben gerade mal 4 Uhr nachts. Seit wann sind wir unterwegs? Seit 11 Uhr? Ja, ja, sowas, wir sind um halb 11 sind wir losgefahren, wir zwei. Wir sind mal losgefahren, also wir brauchen ja ca. 250 Kilometer oder so. Und zwar wegen Corona oder so müsst ihr euch wirklich gar keinen Stress machen, da kommt es einfach ganz easy durch. Und habt auch gar keine Faxen irgendwie so an den Grenzen oder so. Natürlich gibt es die ein oder andere Passkontrolle, die wir auch mal hatten, aber ist gar kein Thema. Also auf Corona oder so testen die gar nicht. Deshalb, Freunde, wenn ihr irgendwo hinfahren sollt oder so, fährt einfach. Ist gar kein Thema. Bro, deine Nase läuft, Bro, nicht fast links Corona. Ja, Mann, nicht so. Na, aber was bei ihm war es Allergie, Bro. Allergie, Bro. Ich nehme jetzt Tablette, weil sonst wäre ich eingeschlafen, Bro, am Steuer. Weil du fährst jetzt, oder? Ja, ja. Oder was ist? Sechs Uhr morgens, Digga. Wir kommen um 7:30 an, direkt arbeiten. Also direkt arbeiten. Home Office. Einfach geradeaus. Einfach gerade, gerade. Also, warte. Wir sind alle eingeschlafen, außer der Fahrer. Ja, auf jeden Fall. Danke, Bro, dass du auf jeden Fall gefahren bist, Alter. Alles gut, Bro. Die wichtigste Zeit hat er übernommen. Ja, wir sind ungefähr 70 Kilometer, dann sind wir da. Ich schlafe jetzt einfach mal weiter. Ich freue mich einfach nur, dass morgen früh ist und ich essen kann. Ich schlafe weiter. Übernimm du den Vlog, Bro. Wallah, übernimm. Was soll ich noch sagen? Es ist 6 Uhr morgens, einfach morgen. Irgendwann eine Grenzkontrolle zum Beispiel. So Kroatien musst du uns jetzt extra anmelden. Haben wir davor noch gemacht, als ich in Deutschland war. Anscheinend ist wegen dieser Corona-Krise, genau, muss man eine Registrierung machen. Ja, man muss sich anmelden, wieso man jetzt einfährt, einreist und bei uns halt. Aber es geht ganz easy über online. Genau. Ich sag, das weiß ich nicht. Ach, ich bin so gefickt. Danke, Bruder, der Deutsche. Der Deutsche. Hallo, warum ist bei dir nicht da so viel los? Bei mir, ich hab den 6. in Kroatien reingefahren. Aber eine Tschachte. Das war ein ekliger Weg, gell? Mit Servolenkung. Ja, mit der Ankunft. Freunde, das hört sich auf jeden Fall mit meinem Ausflug nicht gesund an. Hört ihr das? 26. Ich hab gar nichts gemacht. Freunde, was ist das, glaubt ihr, für ein Geräusch von meinem Auto? Also, ich höre gar nichts. Hauptsache, der Wagen fährt. Das ist schon die letzten 500 Kilometer auch schon gewesen. Ja, Bruder, aber was? Das ist der Bass, Bro. Das ist der Bass von den Boxen. Schau dir mal, Digga. Der Bass von der Boxen, Bro. Mein Vater ist ein. Das ist den Schlüssel. Ja, Mann, Alter. Das ist eine Terrasse, oder? Ja, du. Uff. Echt stark, Digga. Echt stark, Bro. Also wirklich stark, Digga.
Wirklich stark, Alter. Liebe, Digga. Wo schlafe ich, Bro? Ganz wichtig ist natürlich, unsere Getränke müssen direkt alle in